Hallihallo, Hallöchen, meine Lieben, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge, Die Sims 3. Folge 3, um genau zu sein. Noch kann ich gut mitzählen, denn das ist noch die erste Aufnahme, die ich hier mache. Und er hat hier wieder mal nicht aufgeräumt. Nee, gibt's nicht. Nicht sauber lecken, ich glaub's ja wohl. Diese Mikrorockler regen mich ja ein bisschen auf. So, benutzen hat er schon, war er schon. An sich ist er mit Hygiene, naja. Kann er nochmal Hände waschen. Alter, diese Mikroruckler. Zähne putzen. Und dann schlafen, auch wenn er Zähne geputzt eben gerade schon hat. So. Machen wir mal ein bisschen schneller damit. Guck mal hier, Mikroruckler, wieso? Ja, geh ins Bett. Da, schon wieder. Das freest die ganze Zeit ein und ich weiß nicht, woran das liegt. Warte mal, auf Standard zurückstellen. 16 zu 9 übernehmen. Gucken wir mal, ob es jetzt geht. Und viel schlechter sieht das auch nicht aus, also daher. Sieht halt bloß scheiße aus, wenn es weiter weg ist. Ne, ist immer noch da, diese Mikroruckler. Liegt das an der Aufnahme? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Apropos. Na gut, hat gerade nichts damit zu tun. Aber wie waren eure Ostern? Dürfte mittlerweile schon ein bisschen her sein. Aber jetzt gerade, wo ich diese Folge aufnehme, ist es ein Tag nach Ostern. Ich habe heute den ersten Tag wieder gearbeitet und das ist jetzt ein Tag nach Ostern. Also daher, wie waren eure Ostern? Würde ich gerne mal wissen, interessiert mich sehr. Ja, jetzt erstmal Zähne putzen und machen wir ein bisschen schneller hin hier. Er will Monika. Was will er noch? Lebenswunsch von Anton. In Geld schwimmen. Was kann ich mir davon eigentlich irgendwas kaufen oder so? Profi-Gammler, Alter. Ah, da kann ich verstehen. Das ist gut. Gut, ab ins Bett und schlafen. Bis wann kann er schlafen? Bis um 7. Es ist nicht ausschlafen, würde ich sagen. Was sind diese Mikroruckler? Naja, sind ja nicht mal Mikroruckler. Das sind richtige Freezes, Alter. So, duschen. Genau. Um 7 musst du da schon wieder Hunger, ja, ne? Frühstück essen, Waffeln. Kannst du, bevor du auf Klo gehst, nochmal benutzen. Dir noch ein bisschen Spaß haben, indem du, keine Ahnung, telefonierst. Nach. Arbeit aufgeben, das ist wichtig. So. Aufstehen, Anton, aufstehen. Telefon. Selbstgemachte Speisen auf einer Party servieren. Ja, ja, warte mal. Nicht so, so. Rangehen. Repariere den Fernseher und gib ihn Gerhard. Yo. So, das müsste jetzt im Familieninventar sein, wenn ich richtig liege, ne? Ja, da ist er. So, und wieder weiter. Wenn du dennoch Zeit hast, kannst du nochmal reparieren. Aber das wird nicht so sein, denn... Ja, das wird nichts. Um 8 kommt theoretisch schon die... Da. Siehst du, jetzt ist der nicht mal. Egal. Gut. Sind gleich alle außer Haus. Oh, Rechnung. Arschloch. Die hat uns Rechnung gebracht. Alter. Alter Schwede. So, hart arbeiten. Nee, ich will neue Leute kennenlernen. Ich bin neu in der Stadt. Medizinisches Personal treffen. Da. Rechnung bezahlen. Noch 50 Jahre schuften, dann kann er in Rente gehen. Geil. Oh nee. Was ist das? Ein Objekt kaufen, Computer. Ja, da bin ich dabei. Mit Gerhard anfreunden? Ne. Ne. Aber den Computer, den kaufe ich gerne. Der kommt sofort. Da muss ich ja hier erstmal. Esszimmer, Arbeitszimmer, da. Computer. Das muss sein. Es tut mir leid, aber das muss sein. Wo stelle ich den denn mal hin?
Ja, bleibt mir nichts anderes übrig als auf den Tisch da. Na komm. So. Zack, gekauft. Ich kann mir sogar nochmal so einen Blechboxer holen. Staffelei, nee. Was haben wir denn in Aktivitäten? Laufband. Draußen ein Auto. Ein Fahrrad. Ist geil. Bogen. Was ist das? Fahrradstände. Ich will's in Ruhe. Blau. So, zack. Ich habe ein Fahrrad. Geil. Cool. Ach so. Hab ich doch. So. Goodie. Was haben wir denn noch? Ich will shoppen. Ich will mein ganzes Geld ausgeben. Und dann irgendwann erweitere ich das Haus. Mein Gamer-Zimmer, um genau zu sein. Goodie. Geht weiter. Was ist jetzt los? So, er arbeitet fleißig. Oh. Was ist da los? Ach so. Fernseher zu. Gerhard, warte. Ey, hab ich nicht auch schon feiern? Der arbeitet bloß bis 14 Uhr, der Sack. Fahrgemeinschaft. Nach Hause fahren. Monika treffen. Schachtisch? Nee. Computerspiele spielen. Ja, das muss sein. Stopp. Warte mal. Du brauchst eigentlich nicht nach Hause fahren. Du hast ab jetzt ein Fahrrad. So, was hast du... Was hast du vor? Achso, Fernseher erstmal reparieren. Dann gucke ich mal... Warum habe ich das zweimal? So, Hunger brauche ich nicht. Spaß habe ich. Dann hole ich mir erstmal ein bisschen Spaß. Computerspiele spielen. Übertakten. Übertakten. Ist das geil. Schreiben, umziehen. Internet durchstöbern. Mit jemandem chatten. Immobilie ansehen. Ich will den erstmal übertakten. Und dann Computerspiele spielen. Ist das geil. Ist das geil. Man kann den übertakten. Film gucken, ne? Theater besuchen. Alter, Anton, stell mal nicht so große Anforderungen her, Production. Production? Ist ein komischer Name, ne? Aber, oh, Hilfe. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Ich glaube, Sims kommt bloß zweimal die Woche, oder bloß einmal die Woche? Ne, zweimal die Woche finde ich gut. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Weil ich habe so für, ich muss arbeiten. So muss ich gucken. So. Papierkorb. Zack, weg damit. Achso, apropos, du kannst auch nochmal die Rechnung bezahlen. Und dann... kannst du mal einen Sim anrufen. So, Handy. Ups, Entschuldigung. Alter, was ist das gerade war? Ich muss mal kurz... Man sollte nicht so viel Kohlensäure trinken, während man aufnimmt. Das ist nicht gut. So, einladen nach. Um Verabredung bitten. Gut, Anton. So, gib Gas. Gleich geschafft. Müde? Tja. Ist schon scheiße, ne? Ja, ich glaube den... So, warte mal. Ich muss jetzt mal... Wo ist er denn? Wo wohnt der überhaupt? Was ist das? Ist ja... Okay. Wo wohnt der? Ja, nee, ist logisch. Was wird der denn da? Achso, muss ich in meinem Inventar befinden? Ja, warte mal. Mache ich in mein Inventar. So. Reinziehen. Gut, dann werde ich den das mal noch zurückgeben. Fernseher zurückgeben.
Und danach kannst du Handy, Sim anrufen. Nee. Danach gehst du dir was zu essen kochen. Abendessen servieren bringt ja nichts. Ich kann schön jeden Abend kochen. Genau. So, dann machen wir mal noch ein bisschen schneller. Und dann will ich mich mit Monika wieder treffen. Guck mal, was für eine Zufriedenheit er dafür kriegt. Finde ich gut. Ich weiß gar nicht, was habe ich für... Steht das hier? So, guck mal, wie schnell. Juhu, der Computer läuft zwar nicht schneller, aber die Grafik ist deutlich besser. Das ist geil. Er hat die Grafikkarte aus Versehen übertaktet oder was. Kann ich ihn nochmal übertakten? Achso, er fährt jetzt den Computer wegbringen. Den Fernseher. Ich habe zwar keinen Fernseher, aber einen Computer. Das ist auch nicht schlecht, oder doch? So, 4. Geil. Alter, sein Zustand. Mach nicht so ein Gesicht, du. Alter, jetzt kommt Google wieder. So, geh weg. Ja, jetzt hast du Hunger, dann hast du Harndrang. Dann säuberst du das, dann wischst du dir die Hände, dann putzt du dir die Zähne. Und dann gehst du schlafen. Gut, was haben wir hier? Etwas im Wert von mindestens 100 Simoleons kaufen. Theater besuchen, etwas im Wert von mindestens 100 Simoleons kaufen. Gut, mach mal schneller. Also dieses Alltagsleben ist jetzt sehr... Oh, Alter, Anton. Säubern, das machst du bitte, bevor du ins Bett gehst. Nee, warte mal. Stopp, weg damit. So. Essen. Säubern. Benutzen. Hände waschen. Zähne putzen. Schlafen. Das ist jetzt die Reihenfolge für den Abend. So, 3, 4, machen wir schneller hier auf jeden Fall. Beobachten wir mal ein bisschen. Was ist das? Magnetische Anziehungskraft, wunderschön. Den räumen wir mal auf. Wundervoll. Da sollte es auch hin. Ins Waschbecken will ich das haben. Geht nicht. Gut, muss er das wegräumen. Kann er morgen früh machen. So, Hygiene geht hoch. Energie geht runter. Hat er das jetzt schon gesäubert? Das sieht doch... Alter, was ist das? Okay, das Säubern hat er jetzt weggelassen. Machen wir das morgen früh. So, schneller. Ach ja. So, ich will heute unbedingt noch in den Park nach der Arbeit. Gut, dann sollte er sich jetzt auch ausschlafen bis 8:30 Uhr. Musst du mal aufstehen, du Horst. Gut. Aber soll gehen. Dann wecke ich ihn um 6:30 Uhr automatisch. Er verschläft. Ich muss ihn wecken. Um 6:30 Uhr werde ich ihn wecken. Um 6:30 Uhr. Hoffe ich. Glatt dran vorbeigerauscht. So, dann kannst du einmal langsamer machen. Säubern. Duschen. Aufräumen. Ja, und dann kannst du auch zur Arbeit gehen, meinetwegen. Das ist doch mal ein guter Plan. So, los geht's. Und wir brauchen unbedingt ein Radio, damit wir hier dauerhaft Radio hören können. So, bis wann schläfst du jetzt? 8:30 Uhr. Geht nicht. 6:40 Uhr ist, klingelt der Wecker. Hier, du. 4 Uhr, 5 Uhr. Ich will nicht, dass der verschläft hier. 6 Uhr. Alter, das ist aber ein schneller Sonnenaufgang. 6 Uhr 40. So, stopp jetzt hier. Und wenn denn noch Zeit ist, ne? Kannst du noch mal dein Bett machen. Komm, steh auf. Jetzt. Bett machen. So. Jetzt putzt er erstmal. Mann, hast du es eilig oder was? Schick. Sauber. Wie schön. Ja, fährt in etwa einer Stunde. Sehr schön über seinen Fernseher. Ja, guck mal, wie schön das aussehen kann.
Duschen. So. Was ist das? Ah, scheiße, ich bin gegen meinen Kopfhörer, also gegen meine Kopfhörer gekommen. Und jetzt macht das wieder komische Geräusche. Ich bin gleich wieder da. So, ist das weg? Nein. So, jetzt? Nein, Achtung. Jetzt? Naja. Jetzt vielleicht? Ja. Ja, es ist weg. Sehr schön. So. Probleme unter Kollegen. Verbesserte Jobleistung. Freunde dich mit Jamie, Julina an. Um die Beziehung zu deinen... Ja, gerne. Das machen wir doch gerne. Das kriegen wir hin. Oh Gott, geht das schnell. Nee. So. Wer ist denn Jamie, Julina? Ich will mich mit dir anfreunden. Wer bist du? Bist du? Was sind Frauen hier? Ist das eine Frauenbranche oder was? Wer bist du? Ah, guck mal da. Da ist Monika. Ist das Monika? Monika, Morris. Cool. Was hast du vor? Achso, ich bin auf Arbeit, keine Interaktion verfügbar. Ich muss auch noch die Postbotin kennenlernen. Was ist das? Stopp. Nein, warte doch nicht. Ist der Arzt weg? Schade, ich wollte mit dem Arzt quatschen. Institut für moderne Kunst. Alter Schwede. Herbeirufen, okay. Ich hab gleich Feierabend. Was kann ich da machen? Ja, das kriegen wir auch hin. So, stopp, nein. Wer bist du? Stopp, Pause. Nein, sie ist weg. Nein. Okay, sorry. So, jetzt musst du erstmal... Monika ist auch weg. Mist. Wo sind die denn alle hin? Sind die im Stadtpark? Das ist sie nicht, das auch nicht. Nee. Ja, jetzt müssen wir sie erstmal suchen. Wer bist du? Was? Claire geht nach Hause. Ist ja auch ein geiler Name. Alter, Claire, guten Tag, Claire geht nach Hause. Gut, dann erstmal Handy. Sim anrufen. Um Verabredung bitten. So, aber jetzt nicht. Kennt niemand gut genug? Oh, okay. Handy, Sim anrufen. Einladen nach. Jamie, Juline und die. Stadtpark ist auch gut. Okay. Dann habe ich beide da. Tut mir leid. Ich habe jetzt keine Zeit. Versuche es doch in 6 Stunden nochmal, okay? Keiner kann kommen. Oh. Manu. Ja, ich will nicht mit dir mitfahren. Aber. Wo wohnt denn Jamie, Julina? Wer ist das? Bist du das? Da. Florby Mikazo. Wo bin ich? Sada? Ronja. Manka. Aha. Detlef. Okay, warte mal. Ich will jetzt erstmal nochmal einen Sim anrufen. Unbezahlt Urlaub nur. Ich will den Dienst anrufen. Party. Sim anrufen. Nach Hause einladen. Ah, ein Workaholic. Ah, da, was ist das? Schachturnier. Lauf ich dahin? Zu weit. In 5 Stunden nochmal. Keiner kann kommen. Okay. Was ist in 5 Stunden? 5 Stunden ist es spät. Wir, du holst ein Taxi. Glaubst ja wohl. Ja, siehst, jetzt hat er ein Fahrrad. Aua. Er wurde überfahren. Hast du Spaß? Daher gehst du jetzt erstmal zum Schachturnier.
Ist doch nicht schlecht, oder doch? So, am alten Pier. Ja, nimm teil. Was ist da noch? Ich dachte, da waren noch zwei Sachen, oder nicht? Da sind zwei Schachturniere auf einmal. Ist ja scheiße. So, geht los. Zeig her hier. Aha, okay. Achso, was kann ich da gewinnen? Keine Ahnung. Und ich muss mich noch mit Jamie Dreen. Ah, guck mal. Ist logisch. Kampf der Köche, bringe dein. Nee, ich kann nicht kochen. Guck mal, ich hab Spaß. Das ist cool. Wer bist du? Möchte plaudern. Ja, klar. Okay. Hilfe, das geht mal alles zu schnell. Gehen wir auf 2, das reicht. Trink zu sich nehmen. Ich muss auch nach Hause. Sorry. So, schnell nach Haus. Oh, jetzt, du sollst nach Hause. Nein, noch nicht ins Bett. Wie spät ist das? 22 Uhr irgendwas. Bis wann schläfst du? Bis 7 Uhr, okay. Dann musst du aber dir schnell was zu essen machen. Nee, muss ich morgen früh machen. Das ist natürlich doof. Gut, dann gehst du morgen früh duschen. Ja. Das mache ich mal, wenn das geht. Geht nicht. Geht auch nicht. Ich brauche einen Geschirrspüler. So, das geht auch nicht. Kann ich jetzt schon Frühstück? Nee. Kann ich jetzt Frühstück essen? Waffeln. Waffeln sind kostenlos. Hunger, Hygiene, Spaß. Okay. Gut, sollte passen. Schneller. Und nach der Arbeit muss ich mich denn unbedingt mit Monika treffen. Um ihn abzubrechen. Nein, ich will ihn nicht abbrechen. Kann ich Jamie und Julina nicht zu mir einladen? Die mögen mich alle nicht. Oh Mann. Da muss ich erstmal hier irgendwas von Ostern essen. Ostern ist immer gut. Wie spät ist das überhaupt? Ach so. Ja, guck mal, was mir gerade auffällt, ne? Null. Ach so, geht nicht. Wo ist denn... Wo kann ich denn... Babypause, okay. So, meine lieben Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann und tschüssikowski. Ich hab euch alle lieb. Und ja, haut rein. Bis dann. Tschüss.